Nahe dem Flughafen von Teheran ist am Morgen auch ein ukrainisches Verkehrsflugzeug nach dem Start abgestürzt. Kurz zuvor hatte der Iraner den US-Militärstützpunkt, und Stefan hat es eben angesprochen, im Irak mit Raketen beschossen. 180 Menschen befanden sich an Bord der Maschine vom Typ Boeing 737. Und nach ersten Meldungen gibt es nun die Erkenntnis offenbar, dass es keine Überlebenden gegeben hat. Und der Grund des Flugzeugabsturzes ist auch weiterhin unklar. Allerdings, das iranische Fernsehen spricht von einem mechanischen Problem als mögliche Absturzursache. Und eine Zeitung aus Sudan, die schreibt dagegen, die Maschine sei aus Versehen abgeschossen worden. Und deshalb, Steffen, müssen wir über dieses Thema noch einmal reden. Gibt es da schon nähere Erkenntnisse, auch aus den Vereinigten Staaten? Also auch hier wird natürlich ausgewertet, was es dort an Informationen denn tatsächlich gibt. Was offenkundig ist, ist ja ein zeitlicher Zusammenhang zwischen Abschuss der Raketen auf die Stellung im Irak und dann eben auch diesen Absturz des Flugzeuges. Ob jetzt tatsächlich das Flugzeug von einer Rakete getroffen wurde, ein versehentlicher Abschuss dort stattgefunden hat oder ein absichtlicher Abschuss, all das, glaube ich, ist momentan absolute Spekulation. Darüber gibt es keine Berichte, keine Hinweise, keine Informationen, dass das tatsächlich der Fall sein könnte. Allerdings muss man auch noch einmal betonen, dass viele Airlines aufgefordert wurden und so auch die amerikanischen Airlines durch die Aufsichtsbehörde hier den Luftraum über dem Iran, über dem Irak komplett zu meiden in den letzten jetzt 6, 7 Stunden. Was die ukrainische Airline angeht, war das offenbar nicht der Fall, denn dort gab es ja sogar eine Starterlaubnis für die Maschine. Also insofern könnte es da Zusammenhänge geben, aber da müssen wir wirklich abwarten, was es denn tatsächlich für Informationen da vom Boden dann später gibt.